Einen wunderschönen guten Morgen aus Hückelhofen. Ich mache mich heute wieder auf den Weg Richtung Straubing. Mal schauen, wie lange das ich brauche, beziehungsweise wie heute der Verbrauch selber ist und wie das Wetter heute so mitspielt. Komisch. Ja, warum erinnert mich jetzt das kleine Teufelchen irgendwie an Christine Tesla Kaoti? So, letztes Mal hatte ich ja das Problem mit der Garage, dass da kein Strom nicht ist. Aber wie heißt es so schön? Es gibt überall Strom. Ist da das nicht was wird, dann ist da entlang, da entlang, da entlang, da entlang. Tada! Also das Wetter ist nicht so optimal, so um den Gefrierpunkt, es schneit. Aber was natürlich vom Vorteil ist, ist die Enteisungsfunktion. Das heißt also, meine Windschutzscheibe war schon schön frei. So, ich habe jetzt ein bisschen vorgeheizt und natürlich hat die Heizung und also das Defrost ein bisschen an Energie verbraucht. Ich habe also jetzt nicht ganz vollgeladen, sondern 360 Kilometer. Ich werde also auch nicht über Mogendorf, über Wiesbaden fahren, sondern werde als erstes Mogendorf anfahren. Wiesbaden ist ja wie immer ziemlich belegt von den Stalls her, darum werde ich das vermeiden. Hurra, es wird wärmer, es hat 0 Grad, also ist schon 4 Grad gestiegen. Vom Verbrauch her ist in Ordnung, 232, 231 sinkt sogar jetzt, der Akku ist langsam warm gefahren. Naja, schauen wir mal, vielleicht wird das Wetter mal ein bisschen besser, da ist eigentlich also nicht so schön zum Fahren, aber naja, man kann es sich nicht aussuchen. So, heute ist es in der ehemaligen Heimat von Tesla Markus nicht so schön, Wintereinbruch, minus 2 Grad. Naja gut, aber die Straßen sind frei, läuft. Okay, ich bin jetzt am Supercharger in Mogendorf. Es ist jetzt eigentlich nur relativ warm, minus 3 Grad. Die meiste Zeit bin ich zwischen minus 2 und minus 5 Grad gefahren. Vom Verbrauch her eigentlich nicht schlecht. Also 142 Kilometer in 1 Stunde 18 und 232 Watt. So, ich habe jetzt einmal ein bisschen in Mogendorf geladen. Werde jetzt nach Wertheim weiterfahren. 7%, das genügt mir auf alle Fälle. Dann starten wir mal los. Weiter geht's Richtung Wertheim. Schauen wir mal, wie das Wetter ist. Es ist immer noch saukalt. Aber naja, vielleicht haben wir Glück, dass immer in die Plusgrade kommt. Verkehr ist einigermaßen in Ordnung. Ich habe jetzt nur kurz zwischengeladen, also ich werde so mit 6% ankommen. Schauen wir mal, wie es dann in Wirklichkeit aussieht. Okay. Sure.
okay, er zeigt mir schon seit einigen Kilometern an, also 40, 50 Kilometer schon, ich soll nicht schneller fahren wie 120. Ich halte mich aber ehrlich gesagt nicht dran, weil er rechnet für sich das immer sehr negativ. Ich vergleiche das immer zwischen meiner Reichweite, die ich laut Batterie noch habe, also die reelle, und was ich noch zu fahren habe. Also das heißt, müsste sich eigentlich normalerweise ausgehen. In Regensburg treffe ich dann die Ann-Christine. Da freue ich mich schon drauf. Und wie gesagt, Ann-Christine, ich filme wirklich schon in Querformat. Wie gesagt, ich habe mir es gemerkt, nicht, dass ich wieder einen Anschiss von dir kriege, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin. Okay, dann fahren wir mal ein bisschen weiter. Jetzt übertreibst du aber schon ein bisschen. Nö. Jetzt mal Uhrenvergleich, hat jetzt bei mir gesagt 105 Kilometer Typical Range und 72 Kilometer habe ich noch, also schaut noch gut aus. Ich denke mal, ich kann ein bisschen schneller fahren wie 100 km/h, was ich mir jetzt anzeigt. So, neuer Uhrenvergleich wieder, 39 Kilometer Typical Range. 23 Kilometer, also 16 Kilometer habe ich jetzt noch. Aber gut, ich denke mal, das dürfte normalerweise kein Problem sein. Tja, Wertheim. So, Vergleich, 21 Kilometer hätte ich noch Restreichweite. Also muss ich sagen, super von daher. Und jetzt schauen wir mal, was er gebraucht hat. 229 Watt, obwohl ich teilweise, muss ich sagen, am Schluss, naja, teilweise 170, 180 gefahren bin. Also für die Witterung, es ist eigentlich jetzt am wärmsten mit 0 Grad. Okay, jetzt dann schnell laden. So, jetzt mal schauen. Ja, nicht schlecht. 229 Wattstunde pro Kilometer. Wo ich, wie gesagt, immer noch sehr kalt war, also bis minus 2, 3, 4 Grad, selten bei 0 Grad. Aber gut, jetzt laden wir mal den Rest noch auf und dann schauen wir, dass wir bis nach Regensburg zur Anke drin kommen. Okay. So, er sagt mir jetzt 4%. Ich müsste noch 10 Minuten laden, aber bekanntlich möchte er immer mit 20% ankommen. Laut Google Maps sind es 240 Kilometer. Ich habe jetzt halt normale Strecke 325 Reality Modes, ich nenne es jetzt einmal so. Ich denke mal, ich werde jetzt losfahren und schaue, dass ich heute dann wieder so einigermaßen dann ankomme. Es hat 0 Grad, also für hier ist schon ja, einigermaßen sommerlich. Okay, dann fetzen wir mal los. So, wieder mal Uhrenvergleich. Ich habe noch 101 Kilometer bis zum Supercharger nach Regensburg.
Und reale Reichweite 143 Kilometer, also dürfte das auch wieder immer frei klappen. 6% habe ich noch laut Akku. 6% müsste ich dann sozusagen in Regensburg ankommen. Naja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Dann fahren wir mal schön weiter. Verkehr nimmt ein bisschen zu. Ja, mache die einzige Frau, auf die ich höre. Okay. Und hört, wir haben zum ersten Mal Plusgrade, plus 1 Grad. Okay, alles klar. So, ich habe jetzt ein bisschen Gas gegeben, also eine längere Strecke mit 160, 170, 180, man sieht es an meinem Verbrauch. Ich habe jetzt noch 70 Kilometer Reichweite und noch 54 Kilometer, also mit 3% komme ich an. Ich sage mal so, vielleicht gönne ich mir noch mal so eine Speedstrecke. Man, das macht zwar meinen Verbrauch ein bisschen meinen durchschnittlichen kaputt, aber es macht halt einfach Spaß. So Leute, es wird spannend. 39 Kilometer, typical range. 30 Kilometer habe ich noch. Komme also eventuell mit 2% an. Ach, ich habe die Ann-Christine, wo mich dann zum Supercharger schiebt. Ich hoffe, du hast im Fitnessstudio heute trainiert. Ja, also er hilft mir jetzt schon richtig sparen, er geht immer weiter runter mit der Energie vom Verbrauch her. Ich habe aber noch volle Heizung. Also nicht so wie bei den meisten deutschen Konkurrenten, da wo dann bei 20 km Restreichweite man sich die Zehen abfriert. Also ich habe von hier 22 Grad und 15 km habe ich noch. Laut typischer Range nur 18 km. Okay. Man sieht jetzt auch oben, dass er langsam also begrenzt. Das heißt also, ich kann nicht mehr Vollgas geben, ist klar, weil ich fast nichts mehr in der Batterie drin habe. Was ich mir auf YouTube da irgendwie Erfahrung gebracht habe, ist also, wenn er da mal 50 Watt herunter ist, dann wird es gefährlich. Also er ist nur bei 200. Wie gesagt, dürfte kein Problem sein. Okay, ich bin angekommen mit 4 km Restreichweite. Es ist aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin wie die 4 km, weil es nur auf ca. 180 Watt begrenzt hat. Aber gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Dann werden wir jetzt einmal schnell an und die Ann-Christine ist nämlich auch schon da. Okay. So, dann schauen wir den Verbrauch. Also ich habe so ca. 118 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt, weil ich mal ziemlich gefetzt bin, aber trotzdem bloß 237 Watt gebraucht. Also ich hätte mir eigentlich gedacht, mehr, dann würde ich doch noch ein bisschen mehr schneller fahren können. Okay. Können schon durchgehen. Können schon durchgehen. Ich hätte mich schon gefreut, wenn du mit bei mir schirren hättest dürfen, aber naja, gut. Nix da. Okay. Nein.